Würdet ihr mir glauben, wenn ich euch sage, dass ich alles predikten kann, was ab jetzt in One Piece passieren wird? Nicht, weil ich irgendwie eine geheime Verbindung zu Ichiro Oda habe, sondern weil ich eine Theorie entdeckt habe, die jedes wichtige Ereignis bis jetzt schon prediktet hat und auch für die Zukunft sehr vielversprechend ist. Um mit dieser Theorie zu beginnen, müssen wir über 40 Jahre in die Vergangenheit reisen. Um genau zu sein, ins Jahr 1982. Die 80er waren wild in Japan. Sie hatten einen regelrechten Boom erlebt. Die Wirtschaft ging so rapide hoch, dass man sie als Miracle bezeichnete, also als Wunder. Zu dieser Zeit war Eiichiro Oda 7 Jahre alt. Aufgewachsen in Kumamoto, einer mittelgroßen Stadt im Süden Japans, hatte er bereits als Kind Pläne für sein großes Werk. Und die Inspiration dafür nahm er sich von verschiedenen Serien. Jedoch die wichtigste Serie, aus der er seine Inspiration geschöpft hat, war wohl im Jahre 1982 von dem Anime Die geheimnisvollen Städte des Goldes. Denn die wichtigsten Ereignisse, die in diesem Anime passiert sind, sind auch so in One Piece aufgetreten. Nur mit dem einzigen Unterschied, dass der Anime mit 39 Episoden schon vor 40 Jahren beendet worden ist. Und somit macht das uns eine Tür auf, um zu sehen, was in der Zukunft von One Piece passieren könnte. Also eine Warnung an alle, hier wird die gesamte Story von One Piece gespoilert. Also vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Let's go! Der Protagonist dieser Serie ist ein junger Mann namens Esteban. Und dieser wird in seiner Kindheit von einem angesehenen Seemann gerettet, der ihm versprach, ihn mit auf die Abenteuer zu nehmen. Dieser Seemann gab Esteban ein Amulett von großer Bedeutung, ein Objekt, das in vielerlei Hinsicht dem Strohhut ähnelt, den Shanks an Ruffy weitergegeben hat. Und nicht nur das, allein der Name der Serie auf Japanisch bedeutet Kind der Sonne Esteban. Und da wir jetzt wissen, dass Ruffy Joyboy ist und Nika ein Sonnengott ist, macht das schon irgendwo Sinn. Und dass er halt von diesem Seemann gerettet wird, ist halt 1:1 wie der Anfang von One Piece, wo Shanks Ruffy vor dem Seekönig rettet. Esteban segelt in die neue Welt, die auch dort neue Welt ist, um eine mystische goldene Stadt zu finden, die von den meisten Menschen als bloße Fantasie betrachtet wird. Der Ort, den er besucht, heißt The New World und sein Schiff hat auch zufälligerweise einen Lammkopf, was natürlich an die Going Merry erinnert. Und nicht nur das, man hat auch mal mitbekommen, dass One Piece eigentlich nur bis Alabasta gehen sollte und danach bis Skypiea. Und wenn die Serie nur bis Skypiea gehen sollte, sieht das auch danach aus, dass das alles daran angelehnt ist und dass eine mystische Stadt gesucht wird, beziehungsweise die goldene Stadt. Das erinnert halt alles an Skypiea und den gesamten Arc, wo er und seine Crew fertig gemacht werden und ihm gesagt wird, dass Skypiea nicht existiert und dass die goldene Stadt auch nicht existiert. Das sind alles Ereignisse, die in One Piece bereits geschehen sind. Stellt aber sicher, dass ihr das Video bis zum Ende schaut, denn am Ende gibt es dann quasi Dinge, die in One Piece noch vorkommen werden und einfach alles spoilern. Denn auf dem Weg traf er eine junge Dame namens Sia. Sie ist die einzige Überlebende eines alten Stammes, der eine vergessene Sprache lesen kann, die entscheidend ist, um die Geschichte der Welt und den Standort dieser City of Gold zu enthüllen. Kommt euch das nicht verdächtig ähnlich vor? Ihr Stamm wurde von einer mysteriösen, brutalen Kraft ermordet und ihre Insel wurde zu Asche verbrannt. Und diese Person schließt sich dann dem Hauptcharakter an und sie erleben gemeinsam Abenteuer. Später in der Geschichte kommt dann raus, dass der Weg, um diese Goldstadt zu finden, genauso aufgebaut ist wie in One Piece. Denn man muss 4 geheime Orte finden und auf einer Karte verbinden. Also genau die Formel, um das One Piece zu finden mit den 4 Road-Poneglyphen gibt es auch in dieser Serie, die Oda als Kind geschaut hat. In ihrem Abenteuer wurde Sia mehrmals gefangen genommen, also die Person, die Robin am ähnlichsten ist, und sie wird von dieser bösartigen Gruppe an Piraten gezwungen, die alten Zeichen zu lesen. Und sie hat quasi die falschen Informationen an diese Piraten weitergegeben. Später kommt es dann auch dazu, dass mehrere Menschen sich der Crew anschließen. Also ich weiß nicht, ob ich gerade über One Piece rede oder über diese alte Serie, aber ihr könnt euch sicher sein, genau so passiert es. Und in dieser Geschichte treffen sie Menschen aller Größen und Rassen und erleben unnatürliche Phänomene auf See. An einem Punkt wird Esteban, also der Ruffy von dieser Geschichte, wird von einem Amazonasstamm gefangen gehalten, wo nur Frauen leben. Und zufälligerweise haben die auch alle Bögen und sie leben gemeinsam mit Schlangen. Dort stellt sich auch heraus, dass er die Fähigkeit hat, das Wetter zu kontrollieren. Etwas, das er unbeabsichtigt tut. Die Amazonen helfen schließlich unseren Protagonisten und erkennen dieses seltsame Ereignis als eine alte Prophezeiung im Zusammenhang mit dem Titel Child of the Sun an, den Esteban hat. Und da muss man sagen, dass One Piece sich etwas davon unterscheidet, denn Ruffy selber hat nicht die Fähigkeit, das Wetter zu kontrollieren. Zumindest scheint es nicht so, dass er es kann. Es sieht eher danach aus, dass sein Vater diese Macht hat. Jedoch muss man dazu erwähnen, dass eine Fähigkeit wie Gear 5 ihn dazu
dazu führen könnte, dass er vielleicht auch das Wetter ändern kann, denn das ist die Kraft, die ihn erlaubt, alles zu machen, so frei zu sein, wie es nur geht. Trotzdem ziemlich interessant von Ichiro Oda, diese Kraft einzubauen und halt seinem Vater zu geben, also dass Dragon diese mysteriöse Figur ist, die auch das Wetter kontrollieren kann. Später führen dann die Fähigkeiten von Zia zu einer antiken Waffe. Wie gesagt, Zia ist diese Robin. Und die antike Waffe ist tatsächlich ein hochtechnologisches Schiff mit einer enormen Kraft, das mit erstaunlichen Geschwindigkeiten navigieren kann. Und das Schiff hat tatsächlich vorne einen Löwenkopf. Also ihr merkt schon, wenn man damals diese Serie geschaut hat und sich One Piece anguckt, hätte man 90% der Geschichte predikten können. Zumindest die wichtigen Dinge, die passieren, zum Beispiel mit Going Merry und auch jetzt mit Death Thousand Sunny. Und nach all diesen Ereignissen entdecken wir die Schuldigen hinter Zias Kindheitstragödie, eine mächtige Zivilisation von Außerirdischen, die auf der Erde etabliert ist. In der Serie heißen sie die Olmecs, also buchstäblich die Gummimenschen. Sie folterten und versklavten Menschen aller Rassen und führten über hunderte von Jahren eine Art globale Kontrolle durch Macht und Technologie durch. Ihr Interesse, die Stadt aus Gold und ihr Schatz, also ein Objekt, ein One Piece. Schließlich kommen wir zu diesem Love Tale. Am Eingang sehen wir eine verschlossene Tür und einen Mann mit der Maske des Sonnengottes. Wir erfahren dann, dass diese Person der Vater von dem Protagonisten ist und Mitglied eines wichtigen Kults ist, der dem antiken Königreich gewidmet ist. Er erklärt dann alles über die Vergangenheit. Könnte das heißen, dass wenn Ruffy auf der letzten Insel ankommt, dass da die Person, die auf ihn wartet, egal wer es sein mag, ihm die Geschichte des verlorenen Jahrhunderts erzählt? Und jetzt haltet euch fest. Und zwar enthüllen wir jetzt das antike Königreich. Das antike Königreich war eine hochtechnologisierte Zivilisation der Vergangenheit, die durch Krieg und die Kraft von uralter Waffen ausradiert worden ist. Ihre Zivilisation basierte auf Solarenergie, daher wurden sie als Sonnenvolk identifiziert. Sie waren es, die Städte aus Gold auf der ganzen Welt bauten und jede einzelne sieht aus wie die Stadt von Shandora, aber die meisten dieser Städte wurden nach den Ereignissen versteckt. Es wird gesagt, dass der Grund für den Krieg, der die Sonnenzivilisation stürzte, so dumm war, dass er im Laufe der Jahre vergessen wurde. Dasselbe, was Dory und Broggy passiert ist in Kapitel 129. Und als Thema für die wichtigsten Ereignisse der Serie wiederverwendet werden könnte. Danach entdecken wir, was der Strohhut von Ruffy ist, denn in dieser Serie hat ja der Hauptcharakter Esteban ein Amulett bekommen von dem Shanks. Und dieses Amulett ist dann quasi der Schlüssel zum Zugang der Goldstadt und zu ihrem Schatz, also zu Love Tale und zu One Piece. Könnte das also bedeuten, dass der Strohhut der Schlüssel ist, mit dem man zum One Piece kommt? Denn selbst wenn man jetzt sagen könnte, dass Goldie Roger mit dem Strohhut bereits dort war, wieso gibt es dann einen eingefrorenen, gigantischen Strohhut in den Kammern von Mary Joa? Und sobald dann unsere Protagonisten die Goldstadt erreichen, und das ist dann ziemlich verrückt, sehen wir nichts als eine vertraute Kulisse. Dieser Hintergrund ist fast dasselbe wie der Hintergrund des ersten One Piece Endings, und zwar Memories. Dasselbe Lied, das wir hören, als Roger in Love Tale ankam. Das heißt, Ichiro Oda hat explizit dieses Lied ausgewählt für das Ending von One Piece. Und nicht nur als Ending für seine Serie, sondern auch zu einer so speziellen Stelle, wie als Roger auf Love Tale angekommen ist. Das heißt, Ichiro Oda hat diese Serie geschaut, hat dieses Lied und diese Geschichte so sehr geliebt, dass er es verinnerlicht hat und an seiner Kindheit hat er dann schon angefangen, eine ähnliche Geschichte zu schreiben für seine Protagonisten, die eine schöne Reise erleben. Und dass genau das gleiche Lied benutzt worden ist, im Anime als Ending und auch als Roger in Love Tale angekommen ist, ist natürlich kein Zufall. Denn wir wissen ja, dass Ichiro Oda an wichtigen Momenten im Anime beteiligt ist und dass die wichtigen Sachen ihn gefragt werden. Und was gibt es Wichtigeres, als nachzufragen, welches Lied im Hintergrund laufen soll, während die Geschichte von Goldie Roger gezeigt wird, wie er das One Piece gefunden hat. Ich glaube sogar, dass Ichiro Oda explizit gesagt hat, benutzt das und er hat es ja vorher schon als Ending eingereicht wahrscheinlich, denn es ist das erste Ending von One Piece im japanischen Anime. Und ein großer Krieg aller Rassen gegen die Weltregierung begann schließlich und die Geschichte endet im Wesentlichen damit, dass Dragon, der sich dann quasi selber opfert, um alle zu schützen. Unsere Protagonisten sind frei und können das Meer erkunden. Ich bin ehrlich mit euch Leute, ich bin selber verblüfft, wenn ich mir das Ganze so anschaue. Denn Ichiro Oda hat sich bis jetzt von einigen Dingen inspirieren lassen. Was ich aber an dieser Geschichte am schönsten finde, ist, dass er durch diese wunderbare Geschichte zu One Piece gekommen ist und er schöpft vielleicht sogar dadurch diese Kraft, One Piece Woche für Woche rauszubringen und egal in welchem Zustand er in seinem Leben ist, niemals aufzugeben und weiterzumachen. Denn wenn wir ehrlich sind, die meisten Menschen scheitern,
weil sie an diesen Traum nicht glauben. Und genau das will uns One Piece vermitteln, dass man dran glauben muss und dass man dranbleiben muss. Denn Eiichiro Oda hat es im eigenen Leibe erlebt. Denn er ist der lebende Traum für alle Menschen da draußen, die ihre Träume erfüllen wollen. Denn er ist derjenige, der mit 7 Jahren schon angefangen hat, eine Geschichte sich zu erträumen und seitdem so fest dran gegriffen hat, dass er bis heute einer der größten Manga aller Zeiten wurde. Und so wie Blackbeard gesagt hat, die Träume eines Menschen werden niemals sterben.